wieder zurück bei Let's Play Zelda Majora's Mask. Ja, im letzten Part haben wir den Pikiberne-Tempel erfolgreich abgeschlossen. Und ich habe das Goronen-Rennen gleich beim ersten Versuch gewonnen. Also, ich bin auf dem ersten Platz gelandet und dadurch habe ich Goldstaub bekommen. Und jetzt haben wir hier die Schmirgelklinge, das zweitbeste Schwert im ganzen Spiel. Es gibt dann noch ein etwas besseres Schwert, aber das bekommen wir nur wenn wir im vierten Tempel alle Feen gesammelt haben. So ist das hier das beste Standardschwert. Es ist dreimal so stark wie das Gokiri-Schwert. Und jetzt will ich nochmal zu diesem Goronen mit dem Pulverfass. Weil wenn wir jetzt nochmal mit dem sprechen, hat uns ja gesagt, wenn wir es schaffen, den Felsen, der den Eingang zur Goronen-Rennstrecke blockiert, wenn wir den sprengen, dann haben wir seine Prüfung bestanden. Das müssen wir ihm natürlich jetzt noch sagen. Genau. So. Naja, hoch mit dir, komm schon. Tipp. Wow. Wow. So. Erst ums Corona ansprechen. Hey, jo, ich hab's geschafft. Es sieht so aus, als wär's erfolgreich gewesen. Jetzt, da ich deine Geschwindigkeit kenne, habe ich kein Problem mehr damit, die Pulverfässer zu überlassen. Es war nicht richtig von mir, dich einen so gefällten Test zu unterziehen. Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an. Na, jetzt halten wir noch ein Pulverfass. Pulver... Ja, ja, ja. Ja, und das Tolle ist, wir können jetzt nämlich in Unruhstadt von einem anderen Goronen ebenfalls Pulverfässer kaufen. Die sind bei dem nämlich billiger, als wenn wir sie von dem Typen hier kaufen. So, und jetzt werde ich mal zurückreisen nach Unruhstadt. Ich habe eine Menge Rubine abzugeben in der Bank. So, auf nach Unruhstadt. Da muss ich mal überlegen, was ich in diesem Part noch alles machen kann. Auf jeden Fall werde ich mal dann in der Zeit wieder zurückreisen. Den zweiten Tempel haben wir jetzt auch geschafft. Aber erstmal Rubine einzahlen. Kann ich die Gefühl für natürlich Rubine einzahlen? Wir haben nur noch mal 11 Rubine übrig gehabt. Das war schon sehr wenig. So, 126 Rubine bitte, alles einzahlen. Ja, das ist eine Menge Geld, ich weiß. Okay Leute, na dann würde ich mal speichern. Und dann... Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich im nächsten Part machen werde. Klinge ist, dass sie uns nach der Zeitreise erhalten bleibt. Das Elfenschwert wäre jetzt nämlich aus unserem Inventar verschwunden. Wir hätten wieder nur das Gokiri-Schwert gehabt. Und das ist schon eher blöd. Weil ich habe mir ja extra die ganze Mühe gemacht. Ne? Dämmerung des ersten Tages. Wir bleiben 72 Stunden. Zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Ja, das weiß ich auch, aber noch will ich nicht dorthin. Besser gesagt, noch kommen wir gar nicht dorthin, nein. Wir brauchen nämlich etwas. Oh, Moment. Ich werde wieder mal die Zeit verlangsamen. Ich habe das lieber, wenn die Zeit nicht so schnell verstreicht. Auf der Zeit verlangsamen, ja bitte. Wunderbar. So, erstmal brauche ich ein bisschen Geld. Rubine abheben. So, dann rück mal gleich 120 Rubine raus. Genau. Ja, ich weiß, das ist viel Geld. Ja, und da wir ja diese Prüfung mit dem Pulverfass bestanden haben,
gehen wir jetzt hier in den Bombenshop und sprechen mit den Goronen hier drüben. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Gorone, also solltest doch in der Lage sein, ein Pulverfass zu tragen. Ein Pulverfass kostet 50 Rubine. Ich denke, ich kaufe eins. Ah, du hast ein Pulverfass erhalten. Ja, würden wir dieses Pulverfass nämlich bei diesem großen Goronen im Goronendorf kaufen, dann verlangt er gleich 100 Rubine dafür. Und das ist ja doch ziemlich teuer. So. Was ich jetzt noch möchte, das sind ein paar Pfeile, die kann man ja auch immer brauchen. Oh, kratzt dir nicht am Rücken rum, ist der ekelhaft. Hey. Ja, habt ihr ihn wieder erkannt? Das ist der Typ von Ocarina of Time vom Hyliasee, der den Fischweiher leitet. Und hier ist er scheinbar einfach ein einfacher Ladenbesitzer. Gut. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Bomben brauche ich dabei eigentlich keine. Dann gehen wir mal durch das Westtor. Ja, was willst du schon wieder? Ja, Schädelbucht, ich weiß. Jetzt möchte ich noch mal kurz was kontrollieren. Okay. Zwei Herzen. Ah, wisst ihr was? Ich gehe noch nicht dorthin, wo ich hin wollte. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Des Schwertmeisters. Hier können wir nämlich ein ziemlich einfaches Herzteil bekommen. Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Okay, ja, bla bla. Willst du das versuchen? Fortgeschrittenen Kurs müssen wir machen. Beim Profikurs geht es um die praktische Anwendung deines Könnens. Zerschlage 10 Baumstämme unter Verwendung der komplexesten Schwerttechniken. Erzielst du die vollen 30 Punkte, soll dein Herz erstarken. Hast du dich vorbereitet? Natürlich. Wir müssen jetzt nämlich alle Baumstämme mit der Sprungattacke zerstören, dass wir die volle Punktzahl bekommen. Wir müssen uns natürlich beeilen, weil die ziemlich schnell wieder im Boden versinken. Also ich hoffe mal, dass ich es beim ersten Mal hinkriege und das Link ist nicht versaut. Sehr schön. Das ist ja richtig ein ziemlich scharfes Schwert, wenn wir damit sogar so einen dicken Holzscheit spalten können. Und die letzten beiden. Hepp. Und ein letztes Mal noch. Und zack. Geschafft. Na, was sagst du jetzt? Beeindruckend. Ich muss dir etwas geben. Hier. Und ein Herzteil für uns. Unglaublich. Halte es in Ehren. Worauf du ihn lassen kannst. Worauf du dich verlassen kannst. Gut. Ja. Andere Herzteile werde ich mir irgendwann später holen. Jetzt geht's erstmal woanders hin. Ja, dort sehen wir schon im Hintergrund das Meer, aber da kommen wir noch nicht hin. Deswegen müssen wir jetzt mal einen kleinen Umweg nehmen. Yeah. Und zwar geht es jetzt mal hier lang. Übrigens, dieser fiese... Wow! Dieser fiese Vogel ist ganz gefährlich, der kann euch nämlich euren Schild oder auch eine eurer leeren Flaschen stibitzen. Ja, also nicht gerade nett. Milchstraße, so heißt doch unsere Galaxie. Oh, Tingli ist da und eine Eulenstadt ist auch da. Na, wie finde ich denn das? Gleich mal aktivieren. Sehr schön. Mal Tingli von seinem Ballon runter. Und wieder voll auf den Arsch. Genau. Und nanu, grüne Kleidung, weil sie viel man hier ist. Ja, das kenne ich doch schon, Mann. Der labert auch jedes Mal denselben Text. Der vergisst, glaube ich, jedes Mal, wenn wir eine Zeitreise machen, dass er uns schon kennt. So, Karte für die Romani Range, bitte. Die Karte der Romani Ranch erhalten. Ja, genau. Und ihre Hilfe finden wir uns auf dem Bauernhof besser zurecht. Ah ja. So, jetzt verpiss dich hier wieder. Ja, und das Pulverfass habe ich mir natürlich aus einem guten Grund gekauft, weil dieser Typ hier kann den riesigen Felsen erst am dritten Tag zerstören. Und wir müssen aber schon am ersten Tag hier hin, wenn wir das Besondere hier finden wollen. Thank you.
egal, auf welche Weise, auf der Fels ist weg. Das ist natürlich jetzt angepisst, der hat sich eben blöd abgerackert. Wir kommen hier mit so einem Pulver fast und sprengen den Felsen weg. Gebe ich mir auch verarscht vor. Naja. So, wir sind auf der Romani Range. Erinnert ein bisschen an die London von so Ocarina of Time. Ja, nicht nur der Ort hier, jetzt passt mal auf. Hier drüben? Oh, kommst du gerade aus der Stadt? Jo. Das bedeutet, dass die Milchstraße wieder frei ist, dann kann ich über die Milch in die Stadt liefern. Willkommen auf der Romani Ranch, haben wir das köstliche Chateau Romani. Fühlen Sie sich wohl bei uns? Cremi, aber die Besitzerin der Ranch wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja, das ist quasi die erwachsene Form von Marlon oder so, Ocarina of Time. Und witzigerweise gibt es hier beide Versionen anzutreffen, nämlich auch die junge Marlon, die heißt hier Romani, nach der wurde auch diese Ranch hier benannt. Und werden wir sie gleich mal besuchen. Ja, was war das? Sieh doch! Ist das nicht dein Pferd? Ja, Mann, das ist es. Das ist Epona. Na, da freut sich Link natürlich. Ja. Leider ist Epona eingezäunt. Ja, Leute. Ich denke, ich werde diesen Part jetzt trotzdem schon beenden. Da haben wir dann nämlich im nächsten Part etwas mehr Zeit erfolgt. Nämlich wieder mal so eine Katze, die ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich werde mich jetzt noch mal kurz mit der Ocarina ausrüsten. Genau. So. Gut, Leute. Also, ich beende den Part. Und im nächsten sehen wir uns dann wieder. Dann holen wir uns nämlich Epona zurück. Ciao, Leute.